Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Magic Farm 2. So, jetzt mache ich es so wie gestern eigentlich. Ich lade gerade nebenbei hoch, während ich hier die nächste Folge drehe. Ich muss jetzt aber hier mal auf das nächste Level kommen mit meiner Hacke. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen in die Tiefen gehen müssen, um ein paar Level zu farmen. Boing. Huch. Aua. Das, ja genau, das kann ich ja nämlich nicht. Die Salze kann ich aber. Wo die Salze jetzt eigentlich nicht so wichtig sind. Das kann ich aber. Nehmen wir mal das alles mit, was ich beim letzten Mal nicht mitgenommen habe. Na? Ich nehme jetzt extra mal nicht den Hammer, weil die Spitzhacke ja einfach weiter ist. Und die kann ich dann recht leveln. So. Das sind meine lieben Diamanten, die ich nicht sammeln kann. Bitte bitte. Wo ist denn meine Hacke? Meine Schaufel. Ich wusste aber noch was. Dich konnte ich auch nicht genau. Diamant-Level. Das sind schon wieder Fragezeichen. Das gefällt mir ja gar nicht. Fällt mir gerade ein, habe ich überhaupt mal ausprobiert, die Optifine reinzubringen? Huch, wo kommst du her? Das ist ja eine. Entschuldigung, ich habe da drüben gerade die Kiste gesehen. Da muss ich ja gleich mal hin. Was habe ich jetzt eigentlich bekommen? Ach, hier ist ein ganzer Spawn. Ist das ein Spawn, ne? Nein, dieses Tent Biome. Verarscht mich doch gerade. Shit. Kann ich mich das langsam vorgraben? Was passiert eigentlich, wenn ich... Lol. Okay. Ich bin verrückt. Ich stelle mich genau dem Stented Biome. So, graben wir das Tainted Biome ab. Die Mega-Aufgabe. Ach du Scheiße, geht das überhaupt? Wandert das eigentlich? Nee. Was wäre es jetzt noch? Aber ist Tented Biome jetzt eigentlich ein richtiges Biome, oder? Entschuldigung. Verschluckt. Ah, das breitet sich hier immer weiter aus. Okay. Also ist es jetzt ein eigenes Biome, um meine Frage nochmal aufzugreifen? Oder ist es einfach bloß, ja, so eine Art... Huch, hier ist ein Überzug. Wo ist denn die Hitbox von dem Ding? Tainted Goo. Okay. Ja, ich habe schon gelesen, wie es richtig, also wie es richtig machen kann mit Silverwood Leaves und nee, ich meine, nicht Silverwood Leaves. Walking Disc ging das auch. Muss jetzt nochmal lesen. Mit diesen Schimmerdingern vom Magical Forest. Was mache ich denn da? Boah, wie das hier ausschaut. So, wenn ich das so mache. Toll, kriegt es den Rest nicht weg aus... Ach, weil das Kies ist. Ah, okay.
Was sieht eigentlich, wenn ich jetzt den hier mache? Ah, so fällt es auch ab. Tricky. Ach, es bleibt aber an dieser Stelle trotzdem noch, okay. Ist jetzt wirklich eigentlich genau das Tainted Biome von oben? So, ich hintergrab das jetzt mal. Okay. Das kann kein richtiges... Obwohl, warte mal. Wo bin ich denn hier? Wie müsste denn das... Wo steht denn das? Tainted Land. Tatsache, das ist ein richtiges Biome. Sprich, das bringt gar nichts, das wegzuschlagen, weil es theoretisch demnach immer wieder kommen kann, oder? Kann man so dieses Tainted Land eigentlich komplett entfernen, diese Biome-Art? Also jetzt nicht in den Configs, sondern ich meine... Wenn man das entfernt, entfernt man dann bloß das, was man hier sieht, oder entfernt man da wirklich komplett das Land? Weiß ich nicht. Also müsst ihr mir jetzt mal sagen. So rum. Das war so mehr eine indirekte Frage an euch schon. Weil ich damit noch nie was gemacht habe. Wenn ich das jetzt hier alles wegmache. Weil jetzt ziehe ich ja nichts mehr davon. Ist es jetzt weg? Oder kann es sein, dass es irgendwann wiederkommt? Bis ich es richtig wegmache mit den entsprechenden Mitteln aus Stormcraft. Schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich jetzt interessieren. Halt, die kann ich ja nicht. Weil ich sehe schon da drüben, sieht man nochmal drei Fragezeichen auf der Minimap. Das sind wahrscheinlich nochmal solche Tentakeldinger. Sprich, da geht es auf jeden Fall noch weiter. Das ist ja schon wieder. Also, okay, ich glaube, die Frage hat sich geklärt. Also, Solving Tainted Goo has infected you with ta... Was? Was? Stimmt, ich hab... Ach, das Tainted... Was? Bin ich jetzt krank? Ich bin mit Taint infected. Stimmt, ich hatte jetzt so Tainted Goo aufgenommen. Ach, das hat mich jetzt infiziert mit irgendwas? What the fuck? Warte mal, ich gehe mal kurz hoch. Wie, ich bin jetzt mit Taint infiziert? Ich habe jetzt gerade Angst. Oh, oh. Ich bin mal kurz weg. Wie, ich bin mit... Das muss ich jetzt nochmal lesen. Dissolving Tainted Goo. Das hatte ich mal vorhin mal aufgenommen. Es infected you with Taint. Bin ich jetzt auch lila? Habe ich dann auch so Tentakel aus mir raus? Habe ich dann 6 Arme? 3 Augen? 4 Füße? Was weiß ich? Sprichst du mir Tentakel aus dem Rücken? Sprichst du mir einer? Noch schaue ich normal aus. Mutiere ich jetzt? Was passiert mit mir? Oh, schau mal. Erze. Das kann ich auch mit reinschmeißen, obwohl ich dafür fast eine neue Kiste brauche. Ich glaube, das mache ich gleich. Monstergedöns. Enderperlen. Auch sehr wichtig. Warte mal, ich habe doch hier noch 2 Kisten. So. Zap, zap, zap. Halt. Das noch. So, dann sind jetzt noch Erze und so weiter drin. So. Haben hier sortieren. Nein, hier sortieren. Ich weiß schon mal sortiert aus. Hier doch das Lapis rein. Mal kurz pennen. Jetzt rennt bitte jetzt gleich. Rennt bitte gerade ein Zombie-Kid durch den Garten. Was macht ihr in meinem Garten? Erstmal was essen. Jetzt haut es ab. Diese Kinder von heute. Rennt einfach durch meinen Garten. So, ich könnte hier auch. Mal
den hier machen und alles abernten. So. Zip, 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 zip. Ach, ich habe hier noch einen goldenen Helm hierbei. Was macht denn der hier? So, Kohle. Habe ich denn Kohle hier hingetan? Das ist hier wahrscheinlich auch hier mit drin, oder? Ich bin getainted. Was heißt denn das jetzt? Warte mal, ich schau mal ganz kurz nach, weil muss ich jetzt. Wie steht denn das doch mal dran? Infected you with taint. Schaue ich denn da jetzt Minecraft? Taint. Thumbcraft taint. The player has a taint status effect. Was bedeutet denn taint status effect? Well, the player can also create such area. Also nee. Taint can be spawned in. Nee, das will ich ja auch nicht. Huch, ich hatte ja ganz vergessen, dass ich hier noch. Diese Kinder von heute, diese Jugend. So, warte mal, ich mach mal kurz mal den hier. Nee, wie hieß denn das, was mich da infected hat? Wie hieß denn das? Tainted Goo. Achso, vielleicht mal nach dem da. Tainted Goo, weil hier, das werde ich hier gerade nicht fündig. Tainted. Na super. Ne, Thumbcraft 3 ist es ja nicht. Looks good? Ne. How do you clean taint? Ne. Okay, ich glaube, ich mache das nach der Aufnahme. Was? Da steht jetzt nicht dran, direkt tainted goo und bla, was es zu bedeuten hat, sondern, da sind irgendwie gerade mehrere Sachen. Bevor ich da jetzt hier ewig rumsuche. Repariere ich lieber meine Spitzhacke. Also was ist denn das nochmal? Das ist aus Eisen. Dann reparieren wir das mal. Es reicht ja, wenn das hier aus Eisen ist. So. Achso. Ja. Das geht ja so. War das das, was ich dann zum Mehl machen konnte? Nee, das war ganz normal so brotmäßig, gell? Ja. Dann machen wir mal ein bisschen ein paar Brote. Na, geht nicht ganz auf. Ah, dafür habe ich jetzt einiges an Brote. Ich nehme die jetzt mal noch nicht mit. Dann ist das mal das, was ich hier habe. Jetzt habe ich hier noch zwei Pickaxe Booster. Use on Copper Pick. Tipp, tipp. Puh, ja, Das heißt trotzdem nicht, ist es gefährlich, was ich jetzt hatte? Das weiß ich jetzt immer noch nicht. Muss ich jetzt Angst haben? Ich weiß es nicht. Wie weit ist denn das jetzt eigentlich schon? Nicht mehr viel. Also wir müssen noch ein bisschen durchhalten, dann komme ich aufs nächste Mining-Level. Wenn ich das richtig, wenn ich das dem Meer richtig entnehme. Es müsste die Boost XP sein, die das ausmacht. Und ich bin ja schon jetzt bei 74%, also fast 75%. Entschuldigung, ich habe irgendwie was im Hals. So, machen wir einfach noch ein bisschen. Und dann hoffe ich mal, dass er bald auf. Naja, viel gibt es jetzt nicht, aber. Naja, sie liegen halt überall Diamanten und ich kann sie nicht aufnehmen. Zum Kotzen. Wo war denn das jetzt nochmal eigentlich mit dem Tainted Ding? Ach genau, das war hier und dann links rum, gell? Es ist inzwischen. Ja, inzwischen ist wieder was da. Oh, hier habe ich was vergessen. Das ist ja unglaublich, ey.
Interessant. Wenn man das interessant nennen darf. Komm, dann gehen wir einfach da. Ach scheiße, Zettelskost kann ich ja auch nicht. Komm, die meinen jetzt einfach weiter. Erze abfarmen. Ich will jetzt das nächste Level haben. Endlich mal einen Diamanten haben. Also Diamanten abbauen können, so rum. Und Redstone vor allem. Das stört mich ja fast schon am meisten, dass ich keinen Redstone bauen kann. Weiß nicht, mit Mods kann man hier halt so schlecht... Also die Technik-Mods oder Magie-Mods, die brauchen halt, wie man gesehen hat, halt zum Beispiel einen Diamanten. Und ja, mit Tiguana Tweaks, das ja, glaube ich, ausmacht, dass wir... dass diese Mining-Level existieren, diese extremen. Ja. Verhindert das halt gerade so ein bisschen. Dass man damit schon mal richtig arbeiten kann. Aber ich finde schon mal schön, dass ich es wenigstens das meiste andere schon mal abbauen kann. So. Wie wieder hier oben. Level 84. So lange dauert es ja nicht mehr. Ah, da ist noch ein bisschen Eisen. Das ist auch ganz praktisch. Ja. Gott. Ich dachte jetzt völlig runter. Also ich bin hier runtergefallen, aber halt bloß ein Block. Aber ich dachte, es geht jetzt richtig runter. Es geht bergab. Oh, reden kann ich auch nicht mehr. Bergab mit mir. Boah. So, da oben ist schon wieder Wasser. Warte mal, ich könnte das mal kurz freilassen. Habe ich den Cobbles? Jo. Kann ich da unten mit das Wasser noch, das Wasser, die Lava kurz loswerden, wenn es denn fließt. Anscheinend nicht, ich habe es nicht zischen gehört. Schade. Wie war das hier? Irgendwo Eisen? Ne, hat es nicht erwischt. Level? Da. 87. Huch. Warum gehe ich eigentlich hier runter? Da oben habe ich doch noch was übersehen. Ganz, ganz viel Zeugs. Huch, na toll. Was am Arsch? Na, ich will einfach nicht treffen. Wie bist denn du? Schicken Hut hast du da auf. Was? Den Blue Boar Witcher. Hey. Der hat mir gerade ziemlich zuges... Scheiße. Spawner. Spawner, Spawner. Sind das Assassin's Bush? Ach, wie cool. Ach du Scheiße. Ganz viel Tainted Scheiß. So. Jetzt mal ein bisschen in die Richtung ausleuchten. Nehmen wir die zwei Essenzbären mit. Also Büschel mit. Bären habe ich ja schon. Ich bringe die mal kurz hoch zu mir. Vor allem, ich muss mal kurz. Dinner Bros Flexible Cobblestone Tomahawk Sharpness 4, Effizienz 4, Unbreaking 3. Okay. Wer es braucht? Obwohl, eigentlich hört es sich gar nicht so schlecht an, aber es ist eine Cobblestone. Axt. Okay, aber mit ja, aber mit den genannten Verzauberungen ist sie gar nicht mal so schlecht. So, Essenzbärenbasch kann ich hier überall aufstellen. Der wechselt bei jeder Beleuchtung. Dann kann ich den auch hier mal in die Ecke stellen. So. Sensen. Die lasse ich vielleicht mal. Warte mal, ich mache mal kurz eine extra Kiste. Die Essenzen. Die nehme ich jetzt noch nicht. So, euch. Das kommt dahin. Noch ein Kopf.
Da kommen die Shards rein. Hier habe ich wieder nichts mehr zum Essen. So, wie weit bin ich denn jetzt? 89%. Kommt, das will ich die Folge jetzt noch hinkriegen. Auf 100% zu kommen aufs nächste Mining-Level. Das wäre mega geil. Vor allem da unten sind ja schon mal 3 Diamanten. Mindestens. Kann ich dann da schon mal abräumen? 4. Warum 3? 4 sind es ja. Da 2 und da 2. So. Aber ich würde jetzt gerne, ich würde jetzt noch interessieren, was das da drüben ist. Ich habe bloß so ein bisschen Angst. Ich nähere mich langsam. Langsam und bedächtig. Man kann ja, huch, kann ja nie wissen. Mit Ausweichmöglichkeit. Was ist das? Monster Spawner TNT. T. Boah, bin ich gerade erschrocken, ey. Hab man nicht gemerkt durch das Zucken, gell? Finde ich gut, dass man es nicht gemerkt hat. Oh nein, mein Lieblingsspawner. Wow. Shit. Wow. Das ist aber mehr so. Ist ja auch schaut. Wow. Das Geräusch. Was so schön war. Falle zu Boden. Gut. Geschafft. Cool. Oh Mann. Okay, wie viel Level habe ich denn jetzt? Wie viel XP? 97%. Eigentlich kann ich darauf warten, dass zuerst dieses eine Level steigt. Das normale Level. Da kommt ja sowieso die Nachricht. Da ist es. You have mastered the pickaxe. You can notice room for improvement, plus a modifier, fixed up the wearing and reinforced. Noch eins zu. Ich bin der Master of Pickaxe. Hm? Ach, bin ich hier schon wieder. Ach, hier steckt auch kein Level mehr. Ah, also diese Pickaxe habe ich gemeistert. Coole Sache. So, dann schauen wir jetzt nochmal hier lang. Nach da oben. So, dann machen wir hier dicht. Das ist ein Spinnenspawner. Ach nein. Ach doch. So. Minispinnen. Scheiße. Und die große. Warte mal. Kurzes Essen. Kurzes Gut. Vielleicht mal ein bisschen mehr. Mehr Regeneration. Das sind ein paar Spinnen. Ah, shit. So, noch ein paar Essenzbeeren.
man hier kurz ausleuchtet. Ah, schon wieder so ein komischer Spawner. Was haben wir denn hier? Pages. Was von Blood Magic, eine Rüstung, Pferde. Ich habe Redstone, eine Builder's Wand. Ach, wie geil. Wie weit habe ich denn eigentlich noch? 98%. Habe ich noch irgendwie Platz für irgendwas? Scheiße, ich bin schon wieder voll. Puh, ich will jetzt eigentlich nicht zurück. Habe ich noch Platz für Kohle? Jo. Dann mache ich das letzten Rest noch mit Kohle fertig. Hoffe ich. Oh, da drüben ist ja noch Copper Ore Berry Bush. Alter, schaut schon irgendwie geil aus. Aber irgendwie ist es gruselig. Wie viel habe ich denn noch? 99, so. Suddenly a flash of light shines from the tip of its Spitzaxe. Ja. Plus one mining level. Haha. Diamant level. Ich habe es geschafft. Diamanten. So. Gut. Ziel erreicht. Jetzt kann ich aufhören. Was hat eigentlich Obsidian für ein Mining Level? Diamond. Damit kann ich jetzt auch Obsi abbauen. Ach, wie cool. Huh, dann kann ich mir ja eine Elemite-Spitzhacke geben. Ich kann mir jetzt ja. Oh Gott, ich kann ja jetzt hier ganz normal abbauen. Oh Gott, wie geil. Freude. Erstmal was essen. Bevor ich dir erstmal was essen. So. Dann mache ich zwar hier rein. Mache ich dahin. Das Redstone packe ich schon mal damit rein. Gerümpelkiste. Da. Gerümpel. Gerümpel, 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 Gerümpel. Keine Ahnung. Ich habe noch keine Sortierung, ich weiß. Das kommt noch damit rein. Das kommt noch damit rein. Das muss da hoch, da hoch, da hoch. Das kommt da runter. So, dann repariere ich nochmal kurz. Dann esse ich nochmal was. Und dann schreite ich zu Tat und sammle Diamanten. Und Redstone. Und das da. Was zur Hölle kann man damit machen? Mhm. Das ist Molten Titanium. Was kann ich denn da, was kann ich denn damit machen? Lass es jetzt mal kurz, ich will die Diamanten haben. Und das Redstone da unten. Und das Cinnabar. Diamanten. Und noch mehr Diamanten, oder? Hier hätte ich schon mal drei. Fuck. Da. So. Kurz wieder eindämmen. Genau, das, genau aus diesen Gründen grabe ich eigentlich normalerweise vorher außen rum. Kommst du jetzt nämlich auch noch mit zur Feier des Tages? Redstone! Redstone! Wie geil, Redstone. Das kann ich tatsächlich über Maschinchen bauen. Um das Ganze hier so ein bisschen zu vereinfachen. Noch mehr Redstone. Wie geil. Ich habe Redstone, ich habe Diamanten, ich habe Cinnabar, ich habe Brutile, warum auch immer. Muss ich noch schauen, was ich das genau brauche. Warum habe ich die Silber da vergessen? Ich weiß es nicht. Das kann ich auch. Ich kann Emeralds abbauen. Wie geil.
So. Erstmal was essen. So, mit diesem wunderbaren Abschluss verabschiede ich mich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Halt, nein. Muss einen Diamanten in der Hand halten. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.